Einen wunderschönen, dann bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir wollen das Hardware-Video machen vom Blu-ray-Player. Ich hoffe, ich habe jetzt alles an, was an sein muss. Ich habe jetzt schon den HDMI-Kabel gelegt, der geht jetzt hier hinter, und dann, weil hinter dem Schrank ist der Dreamscreen. Also für meinen Ambilight. Das haben wir jetzt schon gemacht. Da können wir das nämlich jetzt anschließen. So. Und ein Kabel habe ich vergessen zu packen. Und hier nur gucken, welcher das war. Können wir per WLAN dran klatschen. Cat 5. Das ist ein Cat 5. Ich habe nicht mehr so viele Cat-Kabel da. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Cat ist. Cat 5, Cat 6, Cat 7. Ja, nehmen wir erstmal den Cat 5. Das ist ein Cat, kann ich euch auch genau sagen, ein Cat 5i. Ja, für ein bisschen Internet reicht das aus. Wir brauchen ja keine Highspeed-Leitung da dran. Ist ja nur für Updates. Ach, komm doch her. So. Mein Mikrofon abgegangen. So, ich richte euch mal ein bisschen hier hin, damit ihr was sehen könnt. Ich habe nämlich hier, kann man nicht gut sehen, in der Ecke mein Dreamscreen, ach Quatsch, mein von Devolo, ach komm nur her, hier. Meine Gigagate, da geht alles rein und dann ist das praktisch mit einer 5 GHz, mit einer verschlüsselten 5 GHz Verbindung mit dem Gigagate Sender und Empfänger, also die Basisstation, das ist hier nur der Satellit verbunden. So. Jetzt schließen wir jetzt nämlich auch noch an. So. Dann stellen wir den jetzt hier ordentlich unten rein. Einige haben geschrieben, dass der 70, also das Vorgängermodell, ziemlich laut sein soll. Und den haben sie dann da ein bisschen verändert. Ich denke mal, das haben sie bei dem 80 dann auch schon drin. Die falsche Steckdose. Ach Gott. Nee, hier habe ich doch. Das ist doch die. Das ist die. Aber die Fernsehsteckdose, die hat noch einen Platz. Das nur umkuddelmuddeln. So. Ich habe das nämlich getrennt nach Fernsehsteckdose, also da ist halt nur das dran, was, wenn der Fernseher läuft, was ich immer brauche. Und das ist halt der Fernseher, der läuft auf Dauerstrom. Also die Steckdose, die hat praktisch, der Verteiler, der hat halt eine Steckdose direkt an der Steckdose und dann geht davon ein Kabel ab und da hängt dann halt so ein
so ein Sechsfachverteiler dran. Zwei, vier, sechs, ja, Sechsfachverteiler. Und an diesem einen, der an, wenn du eine Steckdose drin machst, direkt, was auf Dauerstrom, was da dran ist, der ist auf, was habe ich da dran? Den Fernseher und die Uhr und das war's. Das sind die zwei Sachen, die auf Dauerstrom sind. Alles andere habe ich dann separat. Da habe ich eine Steckdose, die ich an- und ausschalten kann, wo die nötigsten Sachen drin sind, wenn ich hier Fernsehen gucken will, was immer an sein muss. Und das ist die Soundbar, das ist die Gigagate, das ist die Festplatte. Was war noch? Ach, das Fire TV. Und jetzt der Blu-ray-Player. Ja. Und alles andere ist dann nämlich aus. Das brauchen wir denn nicht. Wäre ja Blödsinn, wenn wir das alle da anklemmen, was wir nicht brauchen. So. Jetzt muss ich aber nochmal was gucken, ob. Ah gut. Gut, das ist die Steckdose, dann weiß ich auch schon, welche das ist. Gut, dann haben wir das geklärt. Wofür der ist, weiß ich jetzt aber nicht. Achso, das war nur für den Subwoofer. So. Ich muss da auch mal wieder Ordnung reinbringen in das ganze Kabelwirrwarr. Aber ihr wisst ja, wie es ist. So viele Geräte und so wenig Platz. So, jetzt haben wir doch. So, hole ich mal jetzt ein bisschen näher ran. Ist angeschlossen. Jetzt muss ich nur noch über die App und ich muss erstmal in die App rein. App. Muss ich erstmal sagen, 4K-Player. Will er nicht, muss ich erstmal anmachen. Jetzt leuchtet ganz dezent ein weißes Lämpchen auf, dass er an ist. Also von rot auf weiß, das ist schon mal sehr angenehm. Aber der Dreamscreen schaltet nicht um, ich kann es auch nicht auswählen. Habe ich das richtig angeschlossen? Ach, hier ist ja noch eine DVD drin, eine Blu-ray drin. 2012. Kaufversion. Die hat der Verkäufer nicht rausgenommen. Ja, die ist aber auch. Oh, die ist aber auch. Die sieht ganz schön zerkratzt aus. Die sieht ganz schön zerkratzt aus. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt habe ich gerade einen Fehler drin. So, der ist angeschlossen. Na, komm doch her, wo bist du denn? Ach ja, der Kabel ist raus. Der Kabel ist raus. Habe ich beim
hinter die Schrankwand machen, nicht aufgepasst. Ja, ohne Bild, ohne Kabel kann kein Bild kommen. Du weißt, der Dreamscreen ja nicht, dass er da was hat zum Ansteuern. So. Ich lasse den Dreamscreen jetzt mal oben. Verstauen kann ich ihn immer noch. So. So. Stehe ich nicht. Hier ist er drin. Da ist er drin. Im Dreamscreen ist er auch drin. Ich nehme mal die PlayStation raus. Und schließen mal da an, wo die PlayStation ist. Nicht, dass der Dreamscreen ein Problem hat, weil da muss ich den Support noch kontaktieren. Nee, der will gar nicht. Muss ich ihn direkt dran machen. Schade. Schade, 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 schade. Weil wenn ich ihn direkt dran mache, habe ich kein Ambilight. Aber kann ja sein, dass es nur wegen Update ist oder so. Jetzt klatsche man direkt dran. Und dann brauche ich jetzt die Fernsehfernbedienung. Das. Wieso ist das aus? Das ist doch an. Ja, ich glaube, ich befürchte, ich habe einen Fehlkauf gemacht. Ich glaube, der Verkäufer hat mich beschissen. Ich gucke gerade noch mal rein, was er geschrieben hatte. UBK 80, 3D, 4K, UAD, Blu-ray, USB-Anschluss, neu und original verpackt mit Rechnung, Garantie. Na, die Garantie habe ich, dann könnte ich sie vielleicht zum Mediamarkt bringen. Müsste 4 sein. Aber wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf. HDMI 4 ist es. Eins können wir noch machen. Ich habe hier noch von vom Dreamscreen
4K Ultra-HD-Kabel. Also der schwarze unterstützt das, weil das weiß ich wegen der PlayStation. Es kann ja gerade sein, dass dieser schwarze HDMI-Kabel nur eine Macke hat. So. Es kann ja sein, dass nur der schwarze da eine Macke hat. Und um das auszuschließen, nehmen wir jetzt einfach mal den. Und schließen den an. So. Gerät wird erkannt. Okay, Fehler gefunden. Scheiße, es ist wirklich der HDMI-Kabel. Das hatte ich ja noch nie. Ja, den muss ich aussortieren. Der will nicht. Okay. Ach, Mittagessen. Aber somit haben wir das Problem schon mal erkannt. Ja. Einfach anschließen kann auch manchmal kompliziert sein. So. Der ist so was länger, das passt doch schon ein bisschen besser hier. Können wir das auch an Dreamscreen anschließen. Können hier sagen Dreamscreen. Ach, da hat es schon automatisch umgeschalten. Das ist schon mal positiv. So, ach, das nervt mich mit den Kabeln. Muss ich dann hier noch ein bisschen umpacken. Ich mag das nicht, wenn das hier oben alles so bäh. Der Schrank ist extra weit genug weg, damit nicht hier alles hier vorne rumstehen muss. So. So, wo haben wir denn die Fernbedienung? Da haben wir sie. Ach, so. Ich hoffe, ihr könnt alle sehen. Gucken wir bei Einstellung, was da ist. Warte mal, da war da noch was da drunter. Haben wir auch eine Zurücktaste? Ja, da. Ah, Sprache. Ist aber schon auf Deutsch. Gut. Netzwerk. Starten. Machen wir mal als erste Ditte. Vielleicht hat er ja ein Update hergestellt. Okay. So. Software. Ist im Prinzip, eigentlich ist es so wie bei meinem LG-Fernseher, der Asbach-Uralter. Da ist genau das Gleiche. Jetzt muss man erstmal ewig weit runter scrollen, zustimmen, zack. Als wenn nicht einer durchliest, ey. Software. Update. Jetzt sucht er nach Updates. Keine Aktualisierung verfügbar. Okay, haben wir keine. Dann fangen wir oben an. Netzwerkverbindung. Status IPv4. BD-Live-Verbindung teilweise zulassen. Ich mache einfach mal zulässig. Wenn er was live haben will, kann er sich das runterziehen. Bild. Original. Vollbild. Ja. Auflösung automatisch. Ach, da sagen wir einfach mal hier 4K. Brauche ich meine Fernsehfernbedienung. Können wir auch mal nachgucken. Info. Wir haben jetzt eine 4K-Auflösung.
2340. Aber ach nee, der zeigt da ja eigentlich immer an. Wir sind ja auf automatisch. So. Der bleibt auf automatisch. Und jetzt bleibt auf gar nichts. Ach, du willst mich doch rollen, oder? Greenscreen. Dreamscreen App. Ach, Dreamscreen ist umgesprungen. Wieso habe ich jetzt kein Bild mehr? Wir lassen mal automatisch Auflösung drin, 50 Hertz, HDMI, YPBC lassen wir auch drin, 3D-Modus, können wir jetzt nicht machen, weil der erkennt, dass ich keinen 3D-Fernseher habe. Hauptmenü ein, aus, ne, lassen wir lieber drin, wir wollen Hauptmenü haben. Sprache. Deutsch. Disk Audio Deutsch. Untertitel aus, oh, wollen wir nicht. So, digitaler Ausgang, Auto. PPC, lassen wir mal auf Auto. Ach, da weiß ich nicht. MP3 ist 192. Wir nehmen einfach 192. DRC. Auto. Kennwort keins, DVD-Einstufung. Aufheben, Blu-ray-Disc-Einstufung. 255 Jahre, Ländercode FR. Das war einfach mal FR drin, das ist mir jetzt zu blöde. Da muss ich erstmal nachlesen. Nicht, dass ich die E einstelle und was ganz Falsches mache. Automatisch ausschalten, ein, initialisieren. Ja, da ist alles weg. Software, Benutzer. Achso, das ist die. Ja, ne, gehen wir nicht auf den Sack damit. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier? Musik. Das ist dann, wenn wir eine Festplatte dran haben, Smartshare. Spielfilme, ach, hier haben wir auch dann Spielfilme, Fotos, Musik. So, das ist dann, wenn wir jetzt hier auf Fotos gehen. So, Spielfilme, ist halt einzeln. Haben sie drei Apps drin geklatscht, anstatt nur eine, wo alle drin ist. Aber der sollte doch eigentlich auch Apps haben, der sollte doch auch, hat der, ach, oder ist das die abgespeckte Version ohne YouTube? Weil normalerweise sollte hier Netflix und YouTube mit drauf sein. So, aber jetzt zum Vergleich. Ich habe ja schon mir damals geholt Assassin's Creed, seht das? Die Blu-ray. Und habe jetzt Assassin's Creed als 4K-Version. Da ist auch die Blu-ray mit bei, also werde ich meine normale Blu-ray demnächst irgendwann bei Spock drin schmeißen zum Verkaufen. Ich nehme aber jetzt aus dem Original, die Original-Blu-ray. Die sehen auch exakt identisch aus, kann ich euch ja zeigen. Also
Die ist hier mit bei und die ist aus meinem. Und das ist die 4K mit weiß. So. Erkennt gleich, dass eine Disc drin geschmissen wird. Blu-ray-Disc steht da. So, ich werde aber mal den Ton ausmachen. Das machen wir einfach so. Nicht, dass es irgendwie ein Content-ID gibt oder irgendwas dergleichen, darauf habe ich nämlich keinen Bock. So. Wir machen jetzt einfach mal Film abspielen. So. Und ich mache jetzt einfach mal ein Kapitel vor. Nochmal. So. Hier passiert was. Ach, unten mit der Zeit ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das sieht man hier schön. So, und ich habe jetzt eine Auflösung von 4K. In 60 Hertz, 60p UHD. Das aber auch nur deswegen, weil der Fernseher das alles, was als normales HD-Bild drin kommt, als 4K-Bild hochrechnet. Es ist kein echtes 4K, nur ein hochgerechnetes 4K. So. Jetzt nehmen wir die raus. Was geil übrigens bei Assassin's Creed ist, ihr habt ein Wendecover mit bei, dass dieses schwule FSK-Logo weg ist. Oder USK. Das nervt. Wenn du DVDs oder so oder Blu-rays im Schrank hast und dann halt da so ein scheiß Logo drauf ist, ist echt nervig. Und so sieht es viel schöner aus. So, und jetzt machen wir die Ultra-HD-Version rein. Jetzt können wir auch mal gucken, ob die jetzt vielleicht länger lädt oder ob die genauso lange lädt und ob das überhaupt funktioniert. Aber laut finde ich den jetzt ehrlich gesagt nicht. Da ist die PlayStation, wenn ich eine Blu-ray gucke, lauter, muss ich dazu sagen. Wesentlich lauter. So. Disk-Menü. Brauchen wir hier den ganzen Kladderadatsch uns nicht angucken. Wir haben hier jetzt hier Tasten und können dann einfach mal auf Disk-Menü gehen. Ja, ja, freiwillige Selbstkontrolle. Verpisst euch. Leckt mir am Arsch hier, ey. So ekelhaft. Die werden auch immer größer, die Logos, habe ich das Gefühl. Das sieht so ekelhaft aus, wenn du DVDs, Blu-rays oder Spiele hast und dann da so ein ekelhaftes Logo mit drauf ist. Anstatt man gleich ein Wendecover macht oder das klein auf der Rückseite macht oder allgemein auf der Rückseite macht. Nein, muss es vorne bei dem schönen Cover mit drauf sein. Und das nervt einfach nur. Wir haben jetzt hier, was ich gerade sehe, wir haben Film abspielen, Einstellung, Kapitel. Wir haben hier kein Spezial. Also kein Extras. Hier war auch keine Kapitelauswahl oder irgendwas dergleichen. So, und jetzt sind wir da, wo wir vorhin auch waren. Ja, ich habe 4K mit HDR. Gut, also jetzt im ersten Blick dachte ich eigentlich nicht, dass da mehr Schärfe ist, aber jetzt an der Kette sehe ich zum Beispiel, dass es viel detaillierter und schärfer ist. Wir müssten mal vielleicht ein bisschen vormachen, wenn wir da ein bisschen an der Luft sind oder so.
hier sind wir draußen, das ist dann, haben wir schon mal ein bisschen mehr. Ach, und wieder diese hässlichen schwarzen Balken. Okay. Ich gucke nämlich gerade, na gut, da sieht man die Haare, gut. So, jetzt machen wir aber noch mal die. Blu-ray rein. Ich weiß nicht. Also man sieht, also ist jetzt mal, also wie gesagt, ich guck viel HDR und bei Fire TV und also im Fire TV mit Netflix und Amazon, da fällt das schon auf. Da sieht man das schon wirklich gut, die Unterschiede. Wenn nur ein HD-Bild und ein HDR-Bild ist. Vielleicht habe ich auch jetzt den falschen Film dafür ausgewählt, aber an kleinen Details kann ich jetzt sehen, dass es HDR... Oh, der erkennt es so, ja, wird... Ist ja geil. Fortfahren, ja. Der hat es automatisch erkannt, dass wir hier aufgehört haben. Das finde ich... Das ist ein Pluspunkt. Definitiv ist das ein Pluspunkt. So, jetzt gehen wir nochmal zu der Stelle, wo die da beim Feuer sind. Halt, zu weit. Da ist er zu weit. Da sollen wir hin. Na gut, doch. Bild sieht zwar gut aus. Aber da bei den Puscheln zum Beispiel, ist so alles, das was dunkel ist, ist auch dunkel. Aber bei der 4K-Variante war denn mehr Abstufungen. Auch hier hat man sie besser gesehen. Hier war sie nicht ganz im Dunkeln. Er war auch ein bisschen besser ausgeleuchtet. Und den Kardinal hat man auch besser gesehen. Gut. Also dann macht sich das wirklich bemerkbar. Also da würde ich schon sagen, dass sich das bemerkbar macht. Ich werde jetzt nicht rein jetzt nur noch 4K-Disc kaufen, weil die sind mir einfach zu teuer. Sage ich euch so, wie es ist. 4K, gut und schön. Wenn der Preis stimmt. Und ich habe jetzt die Assassin's Creed Blu-ray habe ich gekauft für 10 Euro. Oh, wartet mal, ich nehme euch mal mit rum. So. Also wie gesagt, die habe ich jetzt gebraucht für 10 Euro gekauft und da ist die 4K-Version und die normale Version mit bei. Und die habe ich damals gleich vorbestellt, wo sie rauskam. Ich war ja auch im Kino, ich bin ja mega Assassin's Creed-Fan, das wisst ihr ja. Für mich rechnet sich das nicht, eine 4K-Disc zu kaufen. Gut, klar, das Bild ist schöner. Aber ich sehe es nicht ein, das Doppelte auszugeben dafür, dass es ein bisschen besser ist als eine normale Blu-ray. Ja? Dafür sind mir die Preise zu heftig. Selbst bei den gebrauchten. Eine gebrauchte Blu-ray kriegst du von manchen Filmen für 2, 3, 4, 5 Euro. Genau der gleiche Film kostet hier, wo denn nicht mal die Blu-ray teilweise mit bei ist, kostet hier um die 15 bis 10 Euro. Gebraucht. Und das ist mir einfach zu heftig. Das ist mir zu teuer. Das möchte ich nicht, das will ich nicht. Deswegen werde ich weiter auf normale Blu-rays setzen. Es sei denn, es sind geile Angebote da, gebraucht oder wirklich mal was, wo man sagt, ey, 3 Disc für 2. Und wenn man sich dann welche aussucht, die dann auch normalen Wert haben, also normalen Preis haben, also 15, 16 bis 20 Euro sehe ich ein. Ja, also wenn sie nagelneu ist. Ja. Also wie gesagt, DVD habe ich auch für 16 Euro gekauft. Also da bis 20 Euro würde ich ausgeben, nagelneu.
Aber ich sehe nicht ein, dass ich hier 40, 50 Euro teilweise ausgeben muss für eine 4K-Disc. Also das ist einfach nicht gerechtfertigt in meinen Augen. Und damit ist auch der Untergang von 4K, denke ich mal, nicht mehr lange hin, weil einige Hersteller stellen schon keine 4K-Player mehr her. Ich habe mir jetzt einfach noch einen 4K-Player geholt, weil in der Hoffnung, dass ein paar Filme halt billig wären. Und Blu-ray spielt er ja auch ab. Und dann bin ich auf der sicheren Seite, weil ich sowieso einen Player wollte mit der Fernbedienung. Das macht sich einfach schöner mit dem Controller, ehrlich gesagt, auf dem Sack. Ja? Deswegen habe ich mir den Player geholt. Und vielleicht jetzt, Samsung stellt schon nicht mehr her. Die haben schon gesagt, der jetzt Ende des Jahres kommen sollte, nö, machen wir nicht. Kommt nicht mehr. Hätten sie von Anfang an die 4K-Disc, ja klar, ist da mehr Aufwand mit bei und Ultra HD und HDR und hast nicht gesehen. Ja, aber hätten sie von Anfang an den Preis ein bisschen besser gestaltet und nicht so astronomisch hohe Preise genommen, dann hätte sich 4K auch durch, also 4K Blu-ray durchgesetzt. Weil, wenn die etwa gleich kosten, ja, also sagen wir mal, kommt neu in Handel 16 Euro noch was, kommt neu in Handel 17 Euro noch was, für einen Euro Unterschied oder gleicher Preis, dann würde ich auch eher zur 4K-Version greifen. Aber kommt ein Handel 15 Euro, kommt ein Handel 30 Euro. Na, dann nehme ich das für 15. Ich zahle doch nicht 15 Euro, das Doppelte mehr. Gut, ich habe hier zwei. Ich habe die 4K und die Blu-ray-Version mit bei. Aber trotzdem sehe ich nicht ein. Sehe ich nicht ein, das ist mir zu fette. Man muss ja auch ein bisschen auf Geld achten. Das ist mir zu fett. So, ich werde dann jetzt hier erstmal auch Schluss machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre, ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video wieder. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.